So, da bin ich wieder, Teil 3 von dem Ganzen. Wir sind fast fertig, beziehungsweise der schwierigste Teil ist überstanden, denn jetzt wird nur noch, werden noch ein paar Programme angeschmissen. Aber im Prinzip ist der schwierigste Teil vorbei. Sie sehen, dass die Renderzeit sich ein bisschen reduziert hat auf 25 Minuten 24 Sekunden. Wir hatten fast 10 Minuten Filmlänge und haben jetzt ungefähr oder fast eine halbe Stunde an der Zeit. Das heißt, man kann im Grunde sagen, dass bei diesem Komprimierungsalgorithmus auf diesem MacBook Pro mit unter diesen herrschenden Arbeitsplatzkonstellationen das Rendering dreimal so lange dauert wie der eigentliche Film. So, wie gesagt, das Ganze ist fertig. Der Balken ist wieder leer. Der hat da am Ende ganz aufgeregt geklingelt und das macht er immer. Jetzt ein kurzer Blick auf das Ergebnis, auf den Output. Wir haben hier eine Datei cvd12layouts.mov mit freundlichen 17,28 GB, also eine richtig große Datei. Ja. Und das ist natürlich lustig, weil After Effects hatte ja als Footage nur einen Film von etwa, sagen wir, 50, 60 Megabyte. Die Mini-Filmchen können also gar nicht so groß gewesen sein. Das heißt, After Effects hat sich also mächtig aufgeplustert in dieser Datei auf fast 18 GB. Gut. Das können wir natürlich nicht ins Internet stellen, ist klar. Ich lasse mal testweise das Ding anlaufen. Hallo, ein kleiner Film. Also das ruckelt ganz, das ruckelt ein bisschen, weil offensichtlich mein Betriebssystem mit dem speicherhungrigen After Effects, was offen ist, kein 20 GB Movie einfach flüssig anzeigen möchte. Ist ja auch egal. Ich weiß, dass es besser geht. Und jetzt kommt ein anderes Programm zum Einsatz. Das sollten Sie haben. Adobe Media Encoder CS4. Ich kann Ihnen sagen, ich habe also ewig lang mit QuickTime Pro rumgespielt und habe versucht, diese Originaldatei, die so groß ist, runterzusamplen. Ich habe es nicht geschafft, obwohl ich tatsächlich sogar den gleichen Codec benutzt habe, diese Qualität zu erlangen, die ich mit Adobe Media Encoder geschafft habe. Und ich habe es vor allen Dingen nicht in der Zeit geschafft. Also dieses Programm, was Teil der Creative Suite in irgendeiner dieser vielen Fassungen, die es da gibt, ist, ist einfach genial. Ja. Und es ist ganz einfach und klein und überhaupt kein Problem. Und das Schöne ist, und auch das ist etwas für die Organisation Ihres Alltags. Sie können ganz, ganz viele Dateien stapeln hier oder auflisten oder wie auch immer man das nennen mag. Und die werden dann sozusagen als Queue gerendert. Das heißt, sie werden hintereinander weggerendert und das Ganze gerne auch natürlich nachts. Ich entferne hier gerade etwas aus dieser Queue, was ich Ihnen jetzt gar nicht zeigen wollte. Das heißt, Sie können also wenigstens einen Teil dieser ganzen Arbeit können Sie nachts machen lassen, wenn Sie oder wann auch immer Sie gerade überhaupt nicht da sind. Und dann kann Ihr Rechner da in aller Ruhe schön, schön langsam und gründlich all diese vielen Filmchen runtersamplen. Das geht ja bei After Effects immer nur projektweise, deswegen muss man da immer so doof vorsitzen und warten. Bei diesem Programm nicht. Ja, da kann man so viele, wie man möchte, hintereinander schalten. Und das läuft jetzt so: Man klickt auf Add, sucht die Datei. Jetzt muss ich die natürlich auch suchen. Da ist diese Monsterdatei mit 17, sowieso Gigabyte. Die wird jetzt geöffnet, landet in dieser Liste. Jetzt habe ich hier schon ein Preset, das Vimeo heißt. Dank der Informationen, die ich von dieser Seite bekommen habe, habe ich das auch so genannt. Die Settings gucke ich mir mal ganz kurz an. Und das ist jetzt eben interessant, weil die Frage ist in den Foren immer, welchen Codec soll ich benutzen und so weiter und so fort. Und da wird immer endlos rumerzählt. Und es ist tatsächlich so, es läuft alles darauf hinaus, dass der H.264-Codec der richtige ist. Ich weiß nicht, ob das für alles gilt, aber es gilt auf jeden Fall für Filme, die in dieser Qualität dargestellt werden müssen. Denn wir haben es natürlich hier zu tun mit einem Filmformat, wo man wirklich auch Details erkennen muss. Wenn Sie jetzt einen Film gemacht haben, wie Ihr Hund eine Wiese runterläuft, ist vielleicht die Qualität jetzt nicht so heikel, aber hier ist es natürlich schon wichtig, weil wir hier diese vielen Details später im Programm ja auch sehen müssen. Also das ist eben ganz wichtig. Also wie gesagt, H.264. Preset Vimeo steht da schon. Das kann man dann, das habe ich durch Speichern sozusagen erzeugt. Wichtig ist bei dem ganzen Video und Audio. Und bei Video ist es jetzt so, dass der Codec ist also H.264. Das ist nicht das Speicherformat. Das Speicherformat ist später MP4.
Das ist sozusagen der darunter liegende Videoencoder. TV-Standard NTSC. Wir haben natürlich in Europa PAL, aber Vimeo und YouTube ist nicht europäisch, sondern amerikanisch und überhaupt scheint das das Richtige zu sein. Die Breite und Höhe des Bildes ist vorgegeben. Da gibt es noch ein größeres, das ist irgendwas mit 1900 und ein paar zerquetschten in der Breite. Und das sind sozusagen die beiden HD-Formate. Also das hier ist das kleinere und das andere wäre das größere. Jetzt habe ich ja eben gesehen oder gezeigt, dass wir mein Monitor 1440 mal 900 Pixel hat. Jetzt will ich natürlich nicht ein Format nehmen, was größer ist, weil dann müsste er ja neue Pixel erfinden. Das wäre also bestimmt nicht der Qualität zuträglich, sondern ich möchte natürlich was nehmen, was kleiner ist. 1280 mal 720. Das ist jetzt nicht das Seitenverhältnis, was ich auf meinem Monitor habe, weswegen dann später zwei schwarze Balken links und rechts erscheinen werden. Aber es ist eben eins der beiden HD-Formate. Und HD heißt, dass es wirklich viel, viel besser dargestellt wird auf dem Monitor, wenn Sie sich das Video im Internet anschauen. Und das war mir eben wichtig. Okay, also es ging darum, HD-Film, High Definition, deswegen habe ich dieses Format. Alles klar. Dann Framerate war 30 Frames per Second, das war ja in meiner After Effects-Datei, lasse ich natürlich. Jetzt noch ganz wichtig, Field Aspect Ratio Square Pixels. Das heißt, wenn Sie auf die Idee verfallen sollten, dass der Encoder, der Adobe Media Encoder, Ihnen bei dem Heruntersamplen von zum Beispiel 1440 auf 900 auf dieses Maß, was ja nicht das gleiche Seitenverhältnis hat, die Pixel so tweaken soll, dass das wieder passt, sozusagen, dass also Ihr Monitor-Screenshot sozusagen sich in diesen Maßen auch komplett abbildet, dann lassen Sie es, ja, weil Sie bekommen dann keine quadratischen Pixel mehr, Sie haben dann irgendwelche anderen Pixel. Ja, und jetzt ist es eben so, das kann man natürlich theoretisch machen, also wenn man jetzt fürs Fernsehen was produziert, dann geht das vielleicht alles. Oder für sich selber, aber sobald man das irgendwo hochlädt, wie bei Vimeo oder YouTube, gibt es das Problem, dass die Plattformen ihre Videos, die sie hochladen, nochmal konvertieren für ihre Standards sozusagen. Das heißt, die behandeln dann ihre Pixel auf irgendeine Weise und da heißt es ausdrücklich, dass alles, was nicht quadratische Pixel ist, unter Umständen zu quadratischen Pixeln gemacht wird. Und dann hätten sie eh nichts davon, wenn sie es vorher anders gemacht haben. Also, kurz und klein, die Vorgaben von Vimeo sind Square Pixels, quadratische Pixel. So, ich will nochmal wiederholen, was bei dem Video wichtig war. NTSC 1280 x 720, Framerate behalten von dem Ursprungsprojekt und quadratische Pixel. Das war's beim Video. Beim Audio ist auch nicht viel los. Codec AAC ist richtig, Output Channel Stereo ist auch richtig. Frequenz 44,1. Ja, die stand vorher auf 48, das ist also offensichtlich ausreichend. Wie gesagt, stammt alles aus diesen Richtlinien. Bitrate 320, die war vorher niedriger, die war irgendwas mit 192. Und hier brauchen wir schon wieder nichts zu machen. Das heißt also, die sind relativ geringe Einstellungen. Noch einmal wichtig war H.264 und dann Export Video, Export Audio auch nicht vergessen. Ja, auch hier daran denken bitte, dass Sie Audio bitte haben wollen, sonst hätten Sie sich das ja alles sparen können. Und okay. Und wie gesagt, ich habe das dann gespeichert als Preset und dann können Sie die Queue starten. Und auch hier ist es 1 Stunde und 40 Minuten. Das geht aber, wie Sie sehen, rapide runter. Das pendelt sich also gleich irgendwo ein. Ich mache jetzt auch hier wieder eine Pause und mache dann in dem vierten Teil noch, zeige ich ganz kurz, wie das mit dem Upload dann in YouTube so beispielsweise geht. Ja, okay.